Salam alaikum, liebe Brüder und Schwestern, und ein Hallo an alle Menschen, die die Wahrheit suchen. Geert Wilders war vor kurzem in Deutschland und hielt einen Vortrag gegen den Islam. Und in diesem Vortrag, der von den Deutschen frenetisch bejubelt wurde, in dieser Versammlungshalle, da sagte er, Deutschland möge doch verteidigen das Deutschland des Johann Wolfgang Goethe. Ich weiß, dass es mithin mittlerweile bekannt ist, die sehr beeindruckenden Zitate aus Goethes Werken, indem er sehr wichtige Aussagen macht, die man näher beleuchten muss, weil ich glaube einfach, dass man von einem Denker wie Goethe, der auch Kritiker war, was wir gleich auch an einem sehr makaberen Zitat auch sehen werden, dass er sehr direkt war. Lyrik, Poesie, das ist Anmut, das ist Schönheit. Sprache ist Schönheit und Anmut und Demut. Aber Goethe war auch sehr direkt und seine Gedichte dienten nicht nur dazu, sie sinnlos vor sich her zu summen, sondern man sollte sich auch über die Gedanken, die darin enthalten sind, bewusst werden und sich damit befassen, denn das ist die Botschaft. Und hier habe ich ein sehr interessantes Zitat aus dem Werk von Goethe. Und da lesen wir mal den ersten Vers. Jesus fühlte rein und dachte nur den einen Gott im Stillen. Für mich ist dieser Vers für die Christen eine gewaltige Erinnerung. Er hat eine gewaltige Erinnerung inne, sich dessen zu besinnen, dass Jesus rein fühlte. Jesus hatte keine Ambitionen. Er hatte keine Ambitionen auf Macht. Und Jesus war rein, was bedeutet die Wahrheit. Er war frei von Lüge. Er ist nicht gekommen, den Menschen irgendetwas vorzumachen. Er hat keine Intrigen vorgespielt oder irgendeine Show abgespielt, sondern er fühlte rein. Das heißt, er gab das wieder, was in seinem Herzen ist, die Wahrheit. Und das drückt Goethe sehr interessant aus, indem er sagt, und dachte nur den einen Gott im Stillen. Das ist eine ganz wichtige Aussage für die Christen. Wenn man das Evangelium liest, dann wissen wir, dass Jesus Gott anbetete. Er möge diesen Kelch an ihm vorbeigehen lassen, nicht nach seinem Willen, sondern nach Gottes Willen. Und er tat dies, man kann das im Evangelium nachlesen, mehrere Male, ich glaube dreimal, ein und dasselbe Gebet. Es ist an der Stelle im Evangelium, wo er den Jüngern befiehlt, auch Wache zu halten. Er betet dieses Gebet, nicht um eine Show abzuziehen, sondern weil er Angst hat. Und es ist auch nicht so, dass Jesus sich in irgendeine Situation verstellt hat, sondern aufrichtig betet er zu Gott, von dem er sagt, der Vater ist größer denn ich, der Vater ist größer denn alles. Ich kehre zurück zum Vater, denn der Vater ist größer als ich. Das heißt, obwohl, wie Jesus so oft sagt, der Vater ihm all diese Macht gegeben hat, Jesus konnte vergeben, Jesus konnte Kranke heilen, Tote auferwecken, kehrt er zurück zu Gott, weil Gott ist größer, Jesus ist nicht Gott. Er hat diese Eigenschaften nur verliehen bekommen. Und so sagt er, ich kann nichts von mir aus tun, in Johannes 5 nachlesbar. So sagt Goethe, nur den einen Gott im Stillen gedachte Jesus, ohne Intrigen, weil das die Wahrheit ist. Er dachte dem Gott im Stillen nicht, um etwas vorzumachen, sondern weil es seine Überzeugung war, sein Glaube war, seine innere
Einstellung zum Ganzen. Deswegen sagte er dem Mann, der zu ihm kam: Guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erlangen? Und er weist ihn ab. Was nennst du mich gut? Gut ist nur Gott allein. Hört auf mit jeder Lobpreisung. Das macht Jesus noch deutlicher, indem er sagt: Ich suche nicht die Ehre von Menschen, aber die Ehre, die für Gott allein ist, die sucht ihr nicht. Diese Verse sind sehr stark von Goethe. Sie haben eine unglaubliche Aussagekraft. Denn es geht gleich weiter, dass wir sehen, dass es genau die Intention ist, die Goethe verfolgt. Wer ihn selbst zum Gott machte, kränkte seinen heiligen Willen. Wer ihn selbst zum Gott machte, kränkte seinen heiligen Willen. Das ist die Quintessenz. Goethe hat das Evangelium gelesen. Er gibt ja eine Analyse wieder, dass er begriffen hat, dass man Jesus kränkte, als der Mann sagte: Guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erlangen? War Jesus gekränkt? Was nennst du mich gut? Gut ist nur Gott allein, hört auf damit. Macht mich nicht mal zu jemandem, den ihr gut bezeichnet, denn alle lobpreisen nur dem einen Gott. Und Goethe verstand es, dass Jesus gekränkt war darüber, deswegen er immer wieder sagte: Der Vater ist größer als ich. Der Vater ist größer denn alles. Ich kann nichts von mir aus tun. Ja? Ich bin nur gesandt. Glaubt an den, der mich gesandt hat. Jesus gibt immer wieder im Evangelium deutlich zu verstehen, dass er nicht Gott ist. Das heißt, wir können daraus schließen, dass auch Goethe es so verstanden hat, dass Jesus dadurch verhindern wollte, dass man ihn ja nicht vergöttlicht. Deswegen er sehr deutliche Sprache wählt. Jesus wählt eine sehr deutliche Sprache. Er spricht zwar in Gleichnissen, aber wenn es um diesen Punkt geht, um sich selbst, dann sagt er: Ich kann nichts von mir aus tun. Der Vater ist größer denn ich. Der Vater ist größer denn alles. Ich kehre zurück zu meinem Gott und eurem Gott, zu meinem Vater und eurem Vater. Immer wieder insistierend, wohl wissend, was die Menschen machen werden. Und dann der nächste Vers: Und so muss das Rechte scheinen, was auch Mahomet gelungen, er meint Mohammed, was auch ihm gelungen, nur durch den Begriff des einen hat er alle Welt bezwungen. Der Begriff des einen, das ist der Tauhid, La ilaha illallah, es gibt keinen Gott, der anzubeten ist, alleinig nur Allah subhanahu wa ta'ala. Insistierend, immer wiederholend, so wie Jesus auch sagte: Höre, o Israel, das allerhöchste Gebot. Und Jesus sagt es nicht mit seinen Worten, sondern er zitiert Moses. Und in Johannes 5 lesen wir, wie Jesus sagt: Wenn ihr Moses nicht glaubt, wie wollt ihr mir glauben? Das heißt, die Botschaft von Moses und die Botschaft von Jesus sind identisch. Deswegen, wenn ihr Moses glaubt, dann glaubt auch mir, und wenn ihr mir glaubt, dann glaubt auch Moses. Und das ist das erste Gebot. Und deswegen hat er alle Welt bezwungen. Und so muss das Rechte scheinen, was auch Mahomet gelungen. Das ist eine wichtige Sache. Und so muss das Rechte scheinen. Das heißt, die Einheit, so wie Jesus aufgetreten ist, dessen Wille gekränkt war, dessen heilige Wille gekränkt war, wenn man ihn zum Gott machte. Das heißt, wie wichtig es war, dies ja nicht zu tun. Das ist kein Bagatelldelikt, sondern das ist, man kränkte Jesus dadurch. Und er dachte nur den einen Gott im Stillen, und deswegen ist es die Wahrheit und auch das Rechte, und deswegen ist auch der Prophet Mohammed a.s. erfolgreich, weil er die Wahrheit verkündet hat. Die eine universelle Wahrheit, und nur mit dem Begriff des einen hat er alle Welt bezwungen. Das heißt, durch den Tauhid, und alle Welt, die, wie Jesus es ja selber sagte, der nach mir kommt, wird euch in alle Wahrheit leiten
und die Welt überführen, dass ich, Jesus, in Gerechtigkeit zum Vater gegangen bin. Das heißt, die komplette Opfertodlüge ist dahin, entlarvt, überführt. Und eben sagt Jesus, der da kommt, der wird die Welt überführen, dass sie nicht an mich glauben. Jesus, der gesagt hat, ich kann nichts von mir aus tun. Glaubt an den, der mich gesandt hat. Jesus, der sagt in der Bergpredigt, es werden viele zu mir kommen, an jenem Tag, jüngste Gericht. Herr, haben wir nicht in deinem Namen gehandelt? Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Kranke geheilt? Ja? Und Jesus wird ihnen bekennen, weichet von mir, Übeltäter, ich habe euch noch nie gekannt. Worin liegt die Betonung? In seinem Namen zu handeln, in seinem Namen zu handeln. Nicht, was sie in meinem Namen erbittet. Denn wo erbitten wir das? Bei Gott. Das heißt, im Namen Jesu. Bei Gott zu erbitten, das nennen wir Tawassul. Das ist nichts anderes als eine Verstärkung des Gebetes. Aber in seinem Namen zu handeln, Teufel auszutreiben, Kranke zu heilen, das ist ganz klar Schirk. Denn wen betete Jesus an, damit der Kelch an ihm vorbeigehen möge? Gott, den Allmächtigen. Wen betete Jesus an, damit die Toten auferweckt werden? Gott, den Allmächtigen. Wen betete Jesus grundsätzlich an? Gott, den Allmächtigen. Und somit dürfen wir davon nicht abweichen, sondern wir folgen den Propheten, was sie getan haben. Und Jesus hat niemals sich selbst angebetet, deswegen können wir auch nicht Jesus anbeten, sondern Gott, den Allmächtigen, den er Vater symbolisch nannte. Aber durch seine Abschlussrede sagt, ich kehre zurück zu meinem Gott und eurem Gott, meinem Vater und eurem Vater, womit deutlich ist, Vater steht synonym für Gott. Und hier möchte ich noch ein weiteres Zitat von Goethe anbringen. Und zwar dieses hier: Mir willst du zum Gotte machen, solch ein Jammerbild am Holze. Hier stellt Goethe zwei Dinge gegenüber: sein Gottesverständnis von der Allmacht Gottes und das, was man ihm nun sozusagen zum Gotte machen will, ein Jammerbild am Holze. Mir willst du zum Gotte machen, solch ein Jammerbild am Holze? Das ist eine klare Botschaft, eine deutliche Botschaft. Er sieht in diesem Bild Gott am Kreuz, er sieht darin ein gewaltiges Sakrileg und er sieht darin keine Ehre und kein Lobpreis Gottes. Der Mann Goethe hat die Bibel gelesen. Und er wird gelesen haben, wie alle Propheten gesagt haben, lobpreist Gott, alle Ehre dem einen Gott, singet dem Herrn ehrevoll ein Lied. Und all diese Ehre und Lobpreis passt nicht zusammen mit diesem Jammerbild am Holze, passt nicht zusammen mit dieser Pauluslüge. Die Pauluslüge interveniert und sie passt und fügt sich nicht zu der kompletten Botschaft aller Propheten. Ein Jammerbild am Holze, das ist nicht Gott. Und Goethe weiß dies von sich. Das heißt, wir sehen, dass ein Geert Wilders nicht verstanden hat, dass Goethe sehr wohl die Essenz der Religion des Islam verstanden hat. Den Tauhid und die Wahrung der Allmacht Gottes. Alle Ehre dem einen Gott und nicht, dass man ihn zu einem Jammerbilde am Holze macht. Das ist ein Sakrileg, das aus einer Lüge resultiert und das eine große, große Sünde ist, die in die Hölle führt.